Wir kommen heute noch zu einem Spiel, das ich in meine allgemeine Spielliste aufnehme, und zwar Offworld Trading Company, nachdem in der GameStar im August, also die 08/2017 Ausgabe, der Steam Key dafür drin war, konnte ich es jetzt von meiner Wunschliste tatsächlich in meine Spielebibliothek übernehmen. Da hat sich das mal wieder gelohnt, wirklich das GameStar-Abo noch zu haben. Und jetzt starte ich mit euch dort in das Offworld Trading Company und ja, ich werde erstmal mit den Tutorials anfangen. Earth may be dying. Some are looking off-world for a fresh start. The competition for land and resources out here is brutal. In this winner-take-all environment, people are doing anything to succeed. You need to stake your claim, earn your place, and do your best to save humankind's future. Ja, dann auf die Zukunft der Menschheit zu sichern. Mal sehen, wie es auch gelingt, die über 200 Achievements letztlich auch zu vervollständigen, weil das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber erstmal das Spiel kennenlernen mit dem ersten Tutorial. Da fragst du ins harte Arbeit, melde dich für dieses spannende Seminar an, das dir Yoshimi Robotics anbietet, und lass uns dir helfen, uns zu helfen. Okay. Joy 5 wird dir die Ressourcen und Verfeinerungstechniken zeigen, die Yoshimi Robotics an die Spitze der Marsbergbaubooms katapultiert haben. Yoshimi Robotics führt uns damit aus den alten Industrien heraus und läutet eine Ära des menschlichen Müßiggangs ein. Oh, aller Müßiggang ist schwer? Oder was oder wie? Also, los geht's. Wird es eine kleine Lieferung von den Kolonien dorthin umgeleitet, wo sich René 6 befindet. 187 Modelle. Treue Helfer ohne Pause bis ans Ende. Weiße Kaninchen. Hallo, Mensch. Willkommen auf dem Mars. Ich bin Joy 5 und werde dein Upgrade zur nächsten Wissensstufe überwachen. Dieser Planet ist recht gefährlich. Du wirst mehr über die hier verfügbaren Ressourcen erfahren und wie man sie für das Wachstum eines Unternehmens nutzen kann. Wir erwarten, dass du die Anlagen von Yoshi Robotics ausbaust. Deine Entscheidungen nicht optimal sein? Das war zu erwarten und ist recht menschlich. Ich bin genau der Richtige für diesen Job. Unser Roboter-Akku, was für eine großartige Errungenschaft. Eine vollautomatisierte von Yoshimi. Aufträge werden entgegengenommen und bearbeitet von den gleichen Robotern, die du hier hergestellt wurden. Mit der richtigen Führung ist diese Fabrik dazu in der Lage, jeden Konkurrenten auszustechen, ohne dabei die Menschen auf der Erde zu gefährden. Na, ist doch prima. Okay, dies ist ein idealer Platz mit reichem Aluminium- und Eisenvorkommen in der Nähe. Also das sind die Vorkommen, das sind Aluminiumlagerstätten. Und das sind Eisenlagerstätten. Warum gibt es verschiedene Würfel? Die Zahl der Würfel stellt jeweils die Dichte der Lagerstätten dar. Minen verbrauchen Lagerstätten nicht, aber je größer die Lagerstätten, desto mehr Ressourcen werden pro Zeiteinheit produziert. Also sie erschöpfen sich zumindest nicht. Für Zugriff auf Metalle musst du dort Minen errichten, wo sie vorkommen. Okay. Also muss ich die in irgendeiner Form Feld beanspruchen. Es gibt verschiedene Arten, die Kamera zu bewegen. Okay. Mausrad, Zoom in, Zoom out. Alles klar. Tastatur. Gut. Und jetzt baue eine Erzmine auf Eisen. Baue eine Erzmine auf Aluminium und warte auf eine Lieferung von Aluminium. Also Eisen. Feld beanspruchen. Dieses Feld wird für eine spätere Verwendung reserviert. Ein Feld muss beansprucht werden, bevor man Gebäude darauf braucht. Einen deiner Claims. Ja. Und? Kann ich es jetzt beanspruchen oder nicht? Bau von Erzmine. Für Lagerstätten Aluminium oder Eisen. Bau von Erzmine. Aluminium oder Eisen.
Okay, also ich muss jetzt anscheinend doch nicht wirklich was beanspruchen. Exzellente Arbeit. So erfolgreich hast du bislang noch nicht gebaut. Du könntest die geringsten Erwartungen weiterhin leicht übertreffen. Wir bauen Gebäude so rasch wie möglich, aber harte Arbeit braucht Zeit. In der Vergangenheit habe ich die einfachsten Erfolgsformeln nicht genug bekräftigt. Dies wurde mit meiner letzten Update korrigiert. Bist du sicher, dass dir nicht ein Patch fehlt? Okay, das heißt, die beiden sind jetzt schon fertig und ich nehme nichts ein. Schau dir an, wie das Schiff davon zieht. Okay, also das wird... Effizienz ist das Ziel, aber manchmal braucht man etwas Geduld für die richtigen Zutaten. So, das heißt, Aluminium bekomme ich jetzt. Und das müsste jetzt hier irgendwo stehen. Oder auch nicht. Die Zahl neben Aluminium steht für die Menge, die wir auf Vorrat haben. Ja. Das Aluminium kann verwendet werden, um unsere Fabrik auszubauen. Bitte baue als nächstes ein Stahlwerk. Das Eisen wird zu rostfreiem Stahl weiterverarbeitet. Okay, neue Ressource, Bau von Stahl. Verbraucht Energie und Eisen und generiert Stahl. Okay. ...50% Bonus. Wovon hängt das ab? Je näher das an der Eisenmine ist, desto mehr... Baue ich das Ding doch erstmal hier hin. Klicke hier auf, um ein Feld auf der Karte zu beanspruchen. Du kannst nur auf Feldern bauen, die du beansprucht hast. Anforderungen, ein oder mehr Claims verfügbar. Beantragen Videobinde Rotwort, die sind auf fortgeschrittene Effizienzboni, sind auch zu fortgeschrittenen Effizienzboni in der Lage. Und Gebäude erhalten einen Produktionsbonus, wenn sie mit einem Gebäude verbunden sind, das sie mit ihren Verbrauchsressourcen verbindet. Das habe ich ja jetzt. Wenn du ein Stahlwerk neben einer Erzmine baust, gibt es einen Produktion von 50%, das sich neben einem Produzenten von Eisen befindet. Jawohl. Habe ich ja schon gemacht. Bekommt er auch einen zweiten Bonus, wenn ich noch eine Erzmine daneben baue? Genehmigung benötigt, um mehr zu bauen. Okay, ich habe im Moment nicht genug Genehmigungen. So, ich sollte das Roboter-HQ ausbauen. Wie mache ich das? Keine falsche Hektik. Glaub mir, ich wünschte, du könntest den Ausbau schnell fahren. Das stimmt, das Problem ist nur, dass du nicht genug Stahl hast. Okay, jetzt habe ich aber genug Stahl. Warten wir darauf, dass 20 Stahl durch die Stahlwerke erzeugt kann. Ich kann es kaum abwarten. Das Upgrade geht relativ schnell vorwärts. Und jetzt kann ich mehr Felder bekommen. Zumindest mit 40 kann ich dann schon die nächste Stufe ausbauen. Nur du kannst diese Fabrik ausgebaut haben. Jawohl. Oh, da gibt's Käse. Container. Ah, Siliziumreserven. Sieh dir sicher die neuen Würfel aufgefallen. Genau, die sind dreieckig. Die kleinen, die keine Würfel sind. Genau, die Farbreizern ziehen deine Aufmerksamkeit viel zu leicht aus sich. Genau, Siliziumreserven, Kohlenstoff. Fundorte. Achso, Kohlenstofffundorte, ja. Minen sind super optimal für das Sammeln dieser Elemente, daher brauchen wir Gebäude, die man Elementarbrüche nennt. Elementarbrüche. Okay, Minen für Metalle, Elementarbrüche für Elemente. Also eine neue Ressource. Diese Vorkommen sind alle niedrig. So, der eine dorthin wird bewegt, um Elementarbruch zu konstruieren. Und diesen einfach dorthin setzen. 60 Silizium habe ich schon bekommen. Und ich könnte jetzt gleich weiter ausbauen. Darf ich aber nicht, ja?
Der Ausbau deines HQs wird dich mit 4 neuen Claims versorgen. Aber was darf ich jetzt nicht? Warum darf ich das nicht ausbauen? Kaufen und verkaufen kann ich im Moment auch noch nicht. Na gut. Neue Freunde. Vielleicht war das ein seltsames Gefühl für dich, Silizium und Kohlenstoff zu sammeln, ohne die Gründe dafür zu kennen. Wir haben nur deine Bereitschaft zum Befolgen von Befehlen. Super. Ich glaube, ich klatsche dir gleich ein paar. Es gibt sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, die unsere Fähigkeiten, autonom zu agieren, stark einschränken. Na, hoffentlich. Wir wollen diese Erfahrung mit dir teilen. Was? Nun sind wir Freunde. Ah ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, Roboterunternehmen werden mit Energie betrieben. Alle Gebäude, Produktion und Transport brauchen ein gewisses Maß an Energie. Bisher habe ich aber keine produziert. Solarenergie nutzt die Sonne als starke Energiequelle. Windturbinen zählen starke Windströme. Uns mit angemessener Energie, damit wir Arbeit hier fortsetzen können, das Mindeste, was ein Freund tun kann. Ja, im Moment ist das ziemlich teuer. Gut, also Energie bauen. 1,3, 1,7, 1,3. So, hier kommt es wahrscheinlich einfach nur auf das Höhenniveau an. Je höher, desto mehr Energie. Eine Entfernungsanzeige wird nicht dargestellt. Die Frage ist, mit wie viel ich aktuell im Minus bin. Wie viel Energie wird denn aktuell verbraucht? Auf jeden Fall habe ich nicht genug Silizium habe ich nicht genug, um noch eine herzustellen. Aber ich soll eh bloß eine herstellen. So, minus 0,12. Minus 0,08, 0,07. Die Nacht ist angebrochen. Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Super, der Sonnenkollektor ist fertig und es wird dunkel. Es war einmal ein Unternehmen, in dem die Leute Pause machten und sich ausruhten. Die Sonne wurde von einem Konkurrenten gekauft, die Angestellten feuerte und ersetzte die durch Arbeiter, die nicht so viel Schlaf brauchten. Super. Das Einzige, was nach Einbruch der Macht nicht mehr läuft, sind Dinge, die auf Sonne angewiesen sind. Ja, prima. Prima Idee. Es sollte dir klar sein, dass Sonnenkollektor zu einem schlechten Zeitpunkt fertiggestellt wurde. Die es hoffentlich können, dass wir eine Alternative entwickeln. Ja, genau. Nicht irgendwie bloß Gebäude, die nicht funktionieren. Sehr schön. Also, nächstes Gebäude. Windturbinen. So, die haben sehr unterschiedliche Werte. 0,17. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich da natürlich keinen Sonnenkollektor hingestellt, weil die Randdinger sind dann also die besten Energielieferanten. Mit 1,17 sind die hier auch am stärksten. Na gut. Also der die Windturbine. Jetzt habe ich immerhin schon einen Plus gehabt. $74 eingenommen. Okay. Elektronische Wünsche. Auf uns kommen viele neue günstige Gelegenheiten zu. Die korrekten Entwicklungsschritte wurden implementiert. Jetzt wartet nur noch Gutes auf uns. Kohlenstoff, Silizium ist für vieles nützlich. Kombinationen aus Aluminium und Elektronik zu erzeugen. Radmacherfabriken brauchen Elektronik, um weiter ausgebaut zu werden. 10 Einheiten Elektronik. Die habe ich, kann ich gar nicht haben, weil sie noch gar nicht freigeschaltet sind. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Elektronik herstellen. Du bist ja lustig. Also, Bau von Elektronikfabrik. So, was braucht ihr jetzt alles? Aluminium, Kohlenstoff, Silizium. Am meisten braucht sie Kohlenstoff. Aber daneben kann ich keine bauen. So, hier gibt es einen 50% Bonus. Hier gibt es gar keinen Bonus. Ist ja auch kein... Gut, dann setze ich dich erstmal hier hin, damit ich zumindest einen 50%igen Bonus bekomme. Sonst produziert die nicht allzu viel. Synergie aus Gebäuden und Geometrie ist besonders intelligent. Elektronikfabrik hält einen Produktionsbonus von 50% für die Produktion neben einem Energieproduzenten. Jedes Gebäude neben Windturbinen wird einen ähnlichen Bonus erhalten. Nun kann ich mit der Energie spielen.
produziert von Solarkollektor und Windturbine, aber ich kriege keine Anzeige, wie viel. Ich bräuchte ein paar mehr Zahlen. Ja, jetzt ist wieder dunkel. Das heißt, ich bräuchte auf jeden Fall noch eine Windturbine, damit ich auch nachts genug Strom habe. Und ich habe, jetzt die Aufrüstung. Schön, dass ein Konzept, das meine Programmierung nicht erfasst. Dank deiner gehorsamen Erfüllung unserer Wachstumsbürde. Es gibt noch einen Punkt zum Erfolgsmanagement des Fischungen. Und zwar Hunger nach Energie. Warmer Dampf steigt daraus. Ein Geothermalkraftwerk entzieht dieselben Hitze und wandelt sie in Energie um. Okay, nächstes Kraftwerk. Neues Gebäude. Geothermalkraftwerk. 2,6, 1,3, 1,56. Naja, noch ein Energieklotz. Mit diesem Aufmerksamen Wunder erkläre ich deinen Ausbau für abgeschlossen. Jetzt weißt du, wie man dir erfolgreich und den bis zum Ende verheizt. Okay. Genieß deine Zeit auf dem Mars bis zu deinem unvermeidlichen Ruhestand. Gut gemacht, Mensch. Damit ist die erste Errungenschaft, Business Building Seminar, abgeschlossen. Hilf meiner Karriere auf die Sprünge. Konzerne sind Menschen. Seneca Development wird dir zeigen, wie man von der Lebenserhaltungsbedürfnissen der nahegelegenen Marskolonie profitiert. Okay, next step. Konzerne sind Menschen. Das Geschäft auf dem Mars blüht. Die größten Möglichkeiten bilden die neu gegründeten Kolonien. Kolonien bestehen wie Konzerne aus Menschen und Menschen haben Bedürfnisse. Daher, sie brauchen einen Schlafplatz, Trinkwasser und Sauerstoff zum Atmen. Wenn du richtig mit ihnen umgehst, werden sie zu einer Haupteinnahmequelle. Der visionäre Unternehmer Paolo Rubini und seine Musterschülerin Maisie Song zeigen dir, wie man bei Senecas Mars-Immobilien optimal vermarktet und dabei die menschliche Seite berücksichtigt, ohne den Profit aus den Augen zu verlieren. Die Mehrheit von Senecas Angestellten hat ihre Ticket zum Mars irgendwo geklaut, oder was? Also, Seneca ist ein Marktführer der industriellen Off-World-Revolution. Mit uns zusammen wirst du die Geschichte schreiben. Grund und Boden zu verschulden. Naja, schauen wir mal. Du wirst die Verantwortung für unsere neue Niederlassung New Los Angeles übernehmen. Denen fallen auch wieder keine neuen Namen ein. Wir haben eine solide Grundlage für Stahl, Aluminium und Silizium. Unsere Energie beziehen wir aktuell über Windturbinen. Mit guten Ergebnissen sind wir nicht zufrieden. Seneca wird dir zeigen, wie du deinen Horizont erweiterst. Du musst uns helfen, den Weg für die nächste Stufe vorzubereiten. Natürlich. Wasser ist großartig. Genau. Deswegen soll ich bestimmt auch gleich eine Wasserpumpe bauen. Der Bau von Wasserpumpen. Gut. Also, neue Ressource, Wasserpumpen. Das ist ein Konkurrent. Neutrale Kolonien. New Los Angeles 2. Das bin ich. Okay. Also, Wasser 0,05 wird verbraucht durch den Transport. Dann doch lieber so dicht wie möglich. So, Wasser ist gesichert. Gute Arbeit. Du siehst ja die wichtige Gewinnung von uns. Wie wichtig? Lass mich die Kunden vorstellen. Sie haben große Bedürfnisse und tiefe Taschen. Eine Kundin? Ah, das ist die andere Kolonie. Die Kolonie ist unsere Kundin. Am besten hier mitten im Nirgendwo geschickt, um diesen Ort zu gründen. Die Kolonie ist hier ein Symbol der Hoffnung. Hoffnung ist die neue Revolution. Bedürfnisse, die wir erfüllen. Ja, dann sag doch mal, okay, Äpfel. Kaufen und verkaufen. Die Liste von Ressourcen ist wesentlich mehr als nur eine Tabelle mit Werten, die deine Produktionsausschuss zeigt. Sie steht auch für den Marktwert dieser Ressourcen und ändert sich dynamisch auf Basis der jeweiligen Bedürfnisse und Verfügbarkeiten. Okay, also hier sind jetzt endlich die Zahlen angezeigt, wie viel ich davon generiere. Und hier verbrauche ich im Endeffekt 0,3. Was mich letztlich auch einiges an Geld kostet. Das ist der Marktpreis aktuell. Steigt weiter, weil ich im Minus bin. Du kannst zum Beispiel sehen, dass Nahrung zu 90 Dollar pro Dekabuschel wird. Du
Du solltest einige Ressourcen in die Nahrungsproduktion investieren. Ja, das sieht ganz so aus, sonst wird das immer teurer. Farm mit Fabriken. Bau am besten eine eigene Farm. Wir brauchen dafür Glas, haben aber keins. Verkaufe überschüssige Ressourcen, kaufe einiges an Glas ein, dann sollte das mit den Farmen hinhauen. Okay. Ja, Geld habe ich noch keins. Umschalten 400. 520. Oh, wir sind kein Wurte. Wenn du Aluminium für weniger als 10 Dollar verkaufst, kannst du ja gleich alles verschenken. Wenn du immer mehr verkaufst, überschwemmst du nur den Markt und der Preis fällt immer weiter. Ja, der ist ziemlich rasant gefallen. Also halte dich etwas zurück. Ich bin an dieser Unternehmen beteiligt, um Profit zu machen. Alles klar. Also 10 und 8 Glas kaufen. Wie viel Glas brauche ich denn für die Produktion? 10 Einheiten Glas. Maximal so und so viel. Also 8 kann ich mir maximal leisten bisher. 550. Dass die immer so schnell wieder abfallen. Aber sie erholen sich auch relativ schnell wieder. Ja, das sind die Verluste, die aktuell auflaufen. So, also 10 Glas eingekauft und Hydrokultur gebaut. So, wenn es nicht fliegen muss. 0,65. Gibt es irgendwo eine bessere Quote als 0,65? Was brauchen die denn? Die brauchen Wasser. Dann müssen die doch, wenn ich die neben Wasser baue, eigentlich einen Bonus bekommen. Scheint sie aber diesmal nicht zu bekommen. Okay, dann das Ding hingestellt. Wie ist denn aktuell? Also ich verbrauche 0,3 und das Ding produziert 0,65. Das heißt, ich habe 0,35 dann eigentlich im Plus. So, die steigen langsam wieder. Piep, piep, was war das? Ressourcen für Bargeldverkauf. Kaufe 20 Glas. Okay, ich soll noch mehr Glas kaufen, weil ich soll 2 Hydrokulturen kaufen. Immerhin mache ich jetzt schon mal keinen Minus mehr. Und hier 10 Einheiten verkaufen. Ja, das heißt, der braucht noch eine ganze Weile, bis die sich wieder erholt haben. Und das hier wird auch immer teurer. So, noch eine zweite Hydrokultur. Okay, aber wenn ich eine Hydrokultur neben der Hydrokultur errichte, dann kriegt sie einen Bonus. Gut. Mir gefällt dein Stil. Gebäude nehmen ist ein guter Weg, um mehr aus einer Sache herauszuholen. Jedes Hydrokultur ist jetzt 50% produktiver aufgrund der Platzierung. Mit einer solchen Planung können wir alles erreichen. Ja, das gefällt mir. Eine sichere Nahrungsversorgung ist nicht nur schlau, es ist gut fürs Geschäft. Mit Expansiv-Haku wächst auch unser Personal. Dadurch haben unsere Angestellten die Kraft, auch in Zukunft weiter hart für dich zu arbeiten. Eine weitere Vergünstigung für unsere Angestellten ist die Atemluft. Ein riesiger Vorzug. Nicht zu ersticken ist eine Vergünstigung. Oh je. Okay, neue Ressourcen. Sauerstoff wird tiefgefroren und in flüssiger Form gelagert. Der Wasserstoff wird für Treibstoff für unsere Transporter verwandelt. Ja genau, das habe ich ja gesehen. Wenn die entsprechend unterwegs sind, dann verbraucht es Treibstoff. Aber Treibstoff wird im Moment gar nicht so viel verbraucht. Dafür Sauerstoff und Wasser. Ich brauche mehr Wasser. Der Wasserstoff wird den Treibstoff... Ja. Okay, was brauche ich jetzt hier von... Wasser und Energie. Wasser und Energie. Da brauche ich aber noch mehr Wasser. Das darf ich aber aktuell nicht bauen. Okay. Gut. Das kann ich auch wieder letztlich beliebig bauen. Hier könnte ich es theoretisch auch hinbauen. Ist aber unnötig, dort Verluste reinzuziehen. So, von dem Ding soll ich auch was bauen. Kann ich das schon mal hinsetzen und dann kann ich nämlich das Wasser direkt anschließen und habe da keine Treibstoffkosten. Baue 2 Hydrolyse-Reaktoren. So, von denen soll ich 2 Stück bauen.
Jetzt haben wir eine Produktionspipeline für Treibstoff und Sauerstoff. Habe ich jetzt den zweiten schon hingesetzt? Ach, das waren beides Hydrolyse. Ah, die werden mit dem... Okay, alles klar. Dann passt das ja schon. Jetzt haben wir eine Produktionspipeline für Treibstoff und Sauerstoff. Hier sind allerdings gewisse Probleme. Wir pumpen nicht genug Wasser. Genau. Deswegen her mit dem... mit der nächsten Wasserpumpe. Deswegen wird es in den Eisfeldern über uns Wasser. Leider verfügen wir über keine Landclaims. Das heißt, ich muss erstmal aufrüsten. Und ich brauche noch mehr Glas. Ey, mein Wasser ist gleich alle. Macy meint, wir haben keine Claims mehr, aber wir brauchen mehr. Das Ausbauen expansiver Crew kann hier Hilfe abschaffen. Lass uns ausbauen und so Wasserproduktion stabilisieren. Jawohl. So, dafür brauche ich mehr Glas. Okay, verkaufen wir mal ein paar Äpfel. Treibstoff kann ich auch noch verkaufen, aber ich mache mehr als genug. So, also Ausbau. Erfordert Wasser. Ja, klar. Bau einer weiteren Wasserpumpe. Wo hast du denn gesagt, dass hier noch irgendwo in den Eisfeldern was ist? Also eigentlich eher nur hier. So, dann spare ich mir auf jeden Fall auch schon mal den Treibstoff. Das muss ich manuell einkaufen. Kann ich die irgendwie stilllegen? Abschalten. Ressourcen verschiffen, Gebäude versorgen. Autoversorgung von Hydrolyse. Autoversorgung ist aktuell aus. So, Wasser ist immer noch zu viel. Auch hier ist immer noch viel zu viel. Aber sinkt dann die Effizienz? 0,98. Nee, die Effizienz bleibt trotzdem erhalten. Das ist ja schon mal gut. Baue zwei Solarkondensatoren. Ah ja, richtig, ich habe noch nicht genug Energie. Ach so, die kann ich auch so benutzen. Gut, wie teuer ist das Ding aktuell? Und ich brauche mal wieder etwas mehr davon. So, 88, 52. So, her mit dem Glas. Können wir schon mal ein bisschen Elektronik einkaufen. Also, jetzt die Solarkondensatoren. Gut, die kann ich jetzt nur da hinten bauen. Die kosten dann nur 0,08. Man braucht auf jeden Fall eins. Okay. Und ich soll zwei davon bauen. 0,12, 0,15. Okay. So ist die Wasserversorgung hoffentlich dann auch sichergestellt. Allerdings wäre jetzt noch ein bisschen. Wir können die Auto-Selling-Energie. Würde ich die auch automatisch einkaufen. Ich habe kein gutes Gewissen, weil wir bis hierher etwas vorenthalten haben. Okay. Wir arbeiten mit einem ziemlichen Defizit seit dem Start. Wir haben Schulden von 16.000. Windturbinen reichen nicht aus, um alle unsere Gebäude mit Energie zu versorgen. Daher hat uns die Kolonie zum Marktpreis mit Energie versorgt. Ich schulde wie viel? Hör zu, so ein Unternehmen zu leiten kann stressig sein. Mach dir um das ganze Geld keine Sorgen. Ernsthaft, du kannst deine Schulden später abzahlen, wenn du Geld übrig hast. Besser aber solltest du es in die Infrastruktur stecken. Zu viele Schulden können dir zwar die Zukunft unter den Füßen wegziehen, aber konzentrieren wir uns erstmal darauf, zu Geld zu kommen. Ich würde ganz gern meine Energie automatisch erzeugen. Genau. Also, her mit den Sonnenkollektoren. Hui. Die haben wir hier eine ganz gute Quote. Und anscheinend keine Transportkosten. So, Silizium und Aluminium habe ich auf jeden Fall noch genug. Und ein 50% Bonus ist auch immer ganz praktisch. Achso, ich hätte vielleicht das Ding da noch
wenn ich das da dran gebaut hätte, hätte ich da gleich noch einen Bonus gehabt. Naja, das sind so die Sachen, die sicherlich erst so nach und nach klar werden, dass man die Sachen möglichst kompakt baut, um dann solche Produktionsboni herauszubekommen. Seht ihr, diese wunderbaren Zahlen nehmen Energiesymbol an. Wir haben einen Überschuss und verdienen Geld, den wir den Rest an die Kolonie verkaufen. Gut. Natürlich wird das Geld, das wir mit dem Überschuss durch Autoverkauf machen, gegen unsere Schulden gerechnet. Okay. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich mir um die Schulden keine großen Sorgen gemacht habe. Mit unserem Geld, mehr Geld machen, ist der beste Weg, um sich nicht zu verschulden. Gut. Es ist einiges, womit wir unsere Profite in die Höhe treiben können. Leider nur fehlen uns wieder die Landclaims. Du weißt ja, wie es geht. Baue expansiv hat du aus. Okay, also dafür brauche ich wieder ein bisschen Glas und ich darf das Glas noch nicht selber produzieren. Und es ist schweineteuer geworden. Okay, 5 brauche ich jetzt noch. Also ausbauen. Es ist gerade erst neue Lampclans gegeben und es dürfte klar sein, was als nächstes kommt. Der Glaspreis steht aktuell gut aus, der Preis ist durch unsere Großankäufe in die Höhe geschnellt. Genau. Also, lass uns Glas produzieren mit Sauerstoff und Silizium. Also, neues Gebäude. So, was war da jetzt in der Produktion nötig? Energie, Sauerstoff, Silizium und Glas. Okay, warum kriege ich hier keine Produktionsboni? Da müssten doch irgendwo Produktionsboni anfallen. Wo ist denn diese Lithiumproduktion? Elementarabbruch? Silizium. Das heißt, da müsste doch eigentlich dann ein Bonus rauskommen. Genauso wie bei Energie und Sauerstoff. Aber tut's nicht. Na, dann schaue ich mal, dass ich hier eine Verbindung herstelle, damit ich mir hier die Treibstoffkosten spare. Baue 3 Glasschmelzöfen. 3 Stück gleich. So, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall einen 50% Bonus. Und Engpässe sind möglich. Unser Timing könnte nicht besser sein. Durch einen kleinen Industrieunfall sind beinahe alle Scheiben des Forschungsmoduls der Kolonie zu Bruch gegangen. Ich liebe es, wenn die Preise in die Höhe stellen. Solche Knappheiten treten von Zeit zu Zeit auf. Manchmal gibt es ein Problem in der Kolonie. Manchmal kommen die Lieferungen von der Erde nicht rechtzeitig an. Der Grund spielt für uns keine Rolle. Solange wir das Gut knapp haben, können wir davon profitieren. Hör zu, wenn du Glas brauchst, kann es sich wie Wucher anfühlen. In Wirklichkeit ist aber die Nachfrage gestiegen, während die Versorgung gesunken ist. Das hier ist ein freier Marktkumpel und so sieht Laissez-faire aus. Geht die Nachfrage hoch, sieh zu, dass du aus der Situation Profit schlagen kannst, alles andere steht an zweiter Stelle. Ja, Kapitalismus pur. Ich brauche aber noch ein bisschen mehr Sauerstoff. 75% Bonis. Jawohl. Beeindruckender Umgang mit Immobilien. Nicht nur sind deine Immobilienclaims erstklassig, du hast auch einen hocheffizienten Entwurf für 3 Gebäude des gleichen Typs entstellt. Jeder Hydrolyse-Reaktor produziert Sauerstoff mit einer Rate von 75% schneller als einzelne Gebäude. Solche Entscheidungen gefällt dir schneller, als du Chef sagen kannst. Gehaltserhöhungen wäre immer gut. So, dann soll ich hier jetzt bestimmt mal ein bisschen was verkaufen und ich kann meine Schulden zurückzahlen. Was machst du denn? Ich sagte doch, du sollst wegen der Schulden nicht durchdrehen. Im Ernst, Unternehmen machen sowas die ganze Zeit. Wenn du deine Produktionsinfrastruktur aufbaust, solltest du auf gar keinen Fall andere Leute bezahlen. Okay, dann zahl mal keine Schulden zurück. Vertrau mir, sie bekommen ihr Geld, aber erst nachdem wir unsere eigene Krise abgewendet haben. Oh, ich habe schon wieder kein Silizium mehr. Diesen Soll bekomme ich weniger, als ich aktuell habe. So, dann das noch ein bisschen hoch. Achso, ich soll ja noch einen Schmelzofen bauen. Wo hatte ich die jetzt? Hier, 75%. Ja, dann kann ich die ja auch gleich mal auf einen 75% Produktionsbonus setzen. Danach wird es dann schon schwieriger.
aber dann müsste ich teils. Also der müsste 75% bekommen. Mal gucken, was er mir anzeigt. Jetzt darf ich wieder keins mehr bauen, oder was? Also ich habe doch noch ein Claim verfügbar, aber ich darf wieder nichts. Okay, ich soll noch mehr Glas verkaufen. Und dann darf ich hoffentlich Elektronik herstellen, weil die ist nämlich auch schon ziemlich teuer. So, Schluss jetzt. Super Leistung. Es kann drüben manchmal schwer sein, den Überblick zu haben. Bleib cool und konzentriere dich doch auf die Ergebnisse, die deine Kompetenz untermauert. Unsere Geschäfte laufen gut. Dank deines Glasverkaufs hast du einen gesunden Geldzustrom. Ja, ich habe jetzt mehr als genug aktuell. Und alles im Plus. Keine Verluste. Das heißt, Kohlenstoff ist aber im Moment, wird genauso viel verbraucht, wie produziert wird. Oder produziere ich noch keinen? Okay, also eine Win-Win-Situation. Wie du siehst, ist die Kolonie seit unserer Zusammenarbeit gewachsen. Das verdankt sie zum Großteil unserer harten Arbeit. Die Erde hofft, dass die Kolonien die Menschheit wiederbeleben. Aber nur durch Unternehmen wie unseres stellt sich auch Erfolg ein. Wir beeinflussen zwar nicht, wie die Kolonie wächst, aber ihre Wachstumsbestrebungen haben großen Einfluss auf die Ressourcenpreise. Dies ist das Versand- und Verladezentrum der Kolonie. Wo denn? Achso, das ist der Hafen selber. Jede gekaufte oder verkaufte Ressource geht hier durch. Hoverst du über Hafen, wird eine Übersicht über den Verbrauch der Kolonie angezeigt. Als Unternehmen sind unsere Baumaterialien am wichtigsten. Die Kolonie besteht aus Einwohnern und der meiste Verbrauch besteht aus der Lebenserhaltung. Ja, es wäre gut, wenn ich da jetzt wirklich was angucken könnte. Die wichtigen Gebäude sind Habitat. Das sind diese Dinger da. Denn das sind die Bevölkerung. Eine expandierte Kolonie ist gut fürs Geschäft. Die Arbeitsreiche der Kolonie sind unterteilt in Spiele, Philosoph. Ja? Also ich würde sagen, die sind in Werkstatt, Laboratorium, Büro und Depot. Jeder Arbeitsbereich beeinflusst zudem den Verbrauch der Kolonie. Ja, das ist ja jetzt schon soweit klar. Leider weiß es niemand was. Die Unternehmen bestehen Kolonien aus Leuten. Nach einem hektischen Tag auf der Arbeit braucht man eine Ablenkung und muss Dampf ablassen. Wer weiß, was Menschen mehr braucht als ein gut geführtes Unternehmen? Leider weiß es niemand so richtig. Maisie Song wird dir von dem breiten Einnahmevorsprung erzählen, den eine wohlplatzierte Disco-Kuppel mit sich bringt. Die Disco-Kuppel ist ein Ort, wo ich dann wahrscheinlich von denen, genau, wo die einfach Spaß haben können und ich kann auch dort. Wir sollten in der Nähe der Kolonie eine bauen, am besten angrenzend so viele Habitate wie möglich. Bei Immobilien dreht sich alles um drei Dinge, Standort, Standort, Standort. Ja, ja, der Klassiker. Also, Bau von Disco-Kuppel. Aber erstmal will ich jetzt hier noch was sehen. Also Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Chemikalien produziere ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich dann hier der letzte Punkt, der noch fehlt. Dann Glas und Elektronik. So, das sind die anderen. Angrenzende Unterhaltung plus 10%. Modul benötigt mehr Habitatmodule. Die Kolonie braucht auch mehr Habitatmodule. Angrenzende Optimierung, minus 0,2 Elektronik und die verbrauchen Glas. Also gut, an diesem Ort können die Kolonisten krass abfeiern. Das gucken wir, $92 erwirtschaften, wenn es gebaut wurde. Pro Zeiteinheit wahrscheinlich. 10 Stahl, 10. Oh, ich brauche 40 Elektronik. Na super. Das wird aber ganz schön teuer. Ich kann die Kuppel jetzt schon bauen. 128 ist das Maximum aktuell im Besitz von Spielephilosoph. Wird bewegt, um Disco-Kuppel zu konstruieren. Genau, da kommt er. Und ich darf schon mal die nächsten 10 Elektronik-Sachen einkaufen. Ich hätte es lieber produziert. Du weißt wirklich, jemand, das Meister seine Idee herausholt. Es war mir ein Vergnügen, dich durch Sinn, seine Karleitfahnen zu führen. Alles klar. Die Disco-Dube wird schöne Einnahmequelle sein und darum geht es schließlich herauszufinden, was die Leute wollen und es dann zu einem überhöhten Preis zu verkaufen. Du bist nun zertifiziert, um bei Seneca Development ein erfolgreiches Unternehmen zu planen und zu führen. Bevor du gehst, unterschreibe bitte diese Geheimhaltungsvereinbarung und Wettbewerbsklausel. Tja, ganz sicher nicht. Spaß voraus. Kletter die Unternehmensleiter hinauf.
So, das heißt zwei Errungenschaften. Finish the first tutorial, finish the second tutorial. Krieg es hin. Die Rückgewinnungsindustrie bietet Gelegenheiten für hart Arbeitende, die zum Opfer unglücklicher Umstände wurden. Verpflichte dich zu einem 5-Jahres-Vertrag und deine Schulden sind vergeben und deine Erträge gelöscht. Oh ja, arme Kerle. Sam Moreno wird dir beibringen, wie man einen idealen Standort für einen Plünderer-Außenposten erkennt und wie du einen guten Start hinlegst. Ein Plünderer-Außenposten? Wen oder was soll ich denn jetzt bitte ausplündern? Die Kolonie New Amsterdam hat sich gerade erst gegenüber Investoren von außen geöffnet. Gut möglich, dass du auf dem Markt auf Konkurrenz treffen wirst. Naja, schauen wir mal. Wurde 2030 gegründet. Also, vor den Gründen von Plünder-HQ solltest du ein paar Dinge wissen über die Rückgewinnungsindustrie. Zunächst einmal verwenden wir keinen rostfreien Stahl als Baumaterial. Für hochtechnisierte Dinge mag er angemessen sein, aber unsere geringen Sicherheitsstandards erlauben uns den Einsatz von Kohlenstoffverbindungen als primäres Baumaterial. Okay. Kohlenstoff kommt in und bei Einschlagskratern vor. Wir können ihn zügig abbauen und variabel für den Bau einsetzen. Die Leute kritisieren den Einsatz von nicht getestetem Baumaterial. Die Leute sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, ganz genau. Wir verwenden für den Bau ebenfalls Aluminium und Glas. Warum liegt der Karte im Dunkeln? Zeit zu lernen, wie man einen guten Standort findet. Die wichtigste Entscheidung trifft zugleich zu Beginn, den Standort von Plünderer-HQ. Wir wissen, wo sich in der Nähe der Kolonie Minen Mineralvorkommen befinden, aber wir müssen erst Tiefenscans durchführen, um die Art der Mineralien festzustellen. Jupp. Auskundschaften und alles dazu gehört. Klicke auf ein nahes Gebiet, um einen magnetischen Resonanzscan vorzunehmen. Wir vermuten bei dem Symbol Ressourcen. Okay. Aber wir wissen nichts Genaues. Finde ein paar gute Standorte, bevor du den Gründungsort festlegst. Lass uns nicht hängen. Also scanne für 3 passende Gründungsorte. Okay, aber ich darf nicht überall scannen, sondern ich soll im Endeffekt jetzt hier. Ach so. Scanne für 3 passende Gründungsorte. So viele Möglichkeiten. Hier ist ein interessanter Platz, allerdings sind die Bauressourcen nicht umfangreich und das nächste Wasserverkommen nicht von besonderer Qualität. Silizium ist aber stets nützlich, sowohl für Glas als auch für Elektronikproduktion und eine Geothermalspalte in der Nähe ist natürlich verlockend. Bedenke, dass wir hier einen langsamen Start hinlegen würden. Aha. Okay. Dann scanne ich doch mal hier weiter. Ausgeglichen. Das ist ein guter Platz für Plünder-HQ. Es bietet Vorkommen für zentrale Baumaterialien zusammen mit jeder Menge Wasser für die Lebenserhaltung unserer Mannschaft. Mir gefällt es hier. Ein ausgeglichener Stand ist ein klug gewählter. Hier gibt es aber viele Ressourcen. Aber wie viele von diesen Dingern habe ich denn am Anfang normalerweise? Schnelles Ausbauen. Wunderbare Bauvorkommen. Das ist verdammt viel Kohlenstoff und Aluminium. Mit dieser Menge an Kernmaterialien können wir einen schnellen Start hinlegen und bald ausbauen. Eine Wasserquelle in der Nähe wäre gut, Lebenshaltung ist wichtig, einige von uns haben sogar ihre Familien mitgebracht. Ein schneller Start ist ein guter Start. Zeit für die Entscheidung. Momentan sehen die Dinge gut aus. Ich bereue es nicht, dich mitgenommen zu haben. Du bist so begeistert, entscheide du doch, wo unser Plünder-HQ gegründet werden soll. Gibt es nichts mehr zu lernen? Es gibt immer mehr zu lernen. Nach der Gründung werden alle Ressourcen unter Plünder-HQ abgebaut. Das ist eine gute Menge, aber wir können sie später nicht mehr als Vorrat nutzen. Schwere Entscheidungen kann stets vorsichtig abwägen. Manchmal musst du einfach deinen Instinkten vertrauen. Nach der Gründung werden alle Ressourcen unter Plünder-HQ abgebaut. Aber wir können sie später nicht mehr als Vorrat nutzen. Das verstehe ich nicht. Reclamation. Verwende Kohlenstoff anstelle von Stahl zum Bau. Kann den Schwarzmarkt öfter verwenden. Erfährt von anderen HQ-Typen von Neuigkeiten und Ereignissen. Okay, das heißt, ich habe die festgelegten Positionen an der Stelle. Und hier habe ich eine Überschneidung. Hier habe ich Wasser, Kohlenstoff, Aluminium. Hier habe ich Aluminium und Kohlenstoff, aber kein Wasser zur Verfügung. Und hier hätte ich alles zur Verfügung.
Aluminium, Silizium, Eisen, Kohlenstoff und Wasser. Aber ich kann mich jetzt nur plus 10. Das heißt, die werden dann. Das heißt, da wird dann automatisch schon Kohlenstoff produziert. Und ich kann natürlich mit einer hohen Ausbeute von Kohlenstoff und Aluminium rechnen. Das sind die beiden höchsten. Zwei große Eisenlagerstätten. Okay, ich entscheide mich für das schnelle Bauen. Viele von uns sind, aber wir hatten auch nicht viel zu verlieren. Warum sollte sich für jemand anderes Profite scheffeln? Frank könnte sein Zuhause nicht abbezahlen und er hat einen 5-Jahres-Vertrag. Unterschiedliche Leute, gleiches Ziel. Einige von uns wurden gerade erst entlassen, dabei sind wir nur eine Sache wegen schuldig. Hoffnung. Pass auf, was du sagst. Nur weil ein paar von uns verschuldet sind, hast du nicht recht, auf uns herabzusehen. Habe ich auch nicht. Jeder tut Dinge, die er später bereut. Ich bin bereit, dafür zu zahlen. Pass auf, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. Zurück zum Wesentlichen. Unser Schiff ist gelandet. Kümmere dich gut und schnell um alles. So, zwei Elementarabbrüche auf Kohlenstoff. Elementarabbrüche für Kohlenstoff. So, dann machen wir doch gleich mal die beiden. Mit einem 50% Bonus und baue eine Erzmine auf Aluminium. Stahlwerk, Erzmine für Aluminium. Und dann noch eine Wasserpumpe. Klar. So, die sind jetzt leider etwas weiter weg. 0,29. Dazu brauche ich dann noch ein Hydro-Teil, um letztlich den Treibstoffverbrauch reinzubekommen. So, Energie brauche ich aber auch noch. Okay. Ich liebe die Rückgewinnungsindustrie. Mich erinnert die Vereinbarung Handy Ford einmal mit der Werkstatt abschloss. Es gab strikte Richtlinien für die Verpackung und den Versand der Motoren bis zur verwendeten Holzsorte. Nach der Lieferung der Motoren wurden die Lattenkisten auseinandergenommen und als Bodendielen genutzt. Alles war ein Teil des Plans. Okay. Während andere Eisen abbauen und zu Stahl veredeln müssen, verwenden wir den Kohlenstoff ganz direkt. Gut. Wegen unseres Rufes ist unser Plünderakku nicht nur unser Geschäftszentrum, sondern auch die Unterkunft für unsere Arbeiter. Keiner von uns erwartet den Luxus, aber wir brauchen ein Bett, eine heiße Dusche und saubere Luft. Bringt vor dem nächsten Schritt also unsere Lebenserhaltung in Ordnung. Gut, also Wasserpumpe ist bereits gebaut. Jetzt brauche ich vor allem noch den Hydrolyse. So, Bonus bekommst du da eh nicht. Das heißt, dann kann ich die Dinger auch hier unten bauen. Und dann mal schauen. Also hier hast du jetzt Treibstoffverbrauch von 0,29. Wird er dann weniger? Im Moment jedenfalls noch nicht. Das ist natürlich der Nachteil, wenn ich in so einem Krater baue. Okay, die Bau der Hydrokultur. Okay, dann muss ich erstmal aufrüsten. Gut, Glas habe ich noch genug. Okay, die Hydrokultur ist sinnvoller außerhalb zu bauen, weil sonst kann ich gar nicht allzu viel Boni anlegen. Aber das ist auch hier noch genug Platz. Da kriege ich auf jeden Fall auch eine Dreierkomponente unter. Ja, du sollst das Ding ja gleich bauen. Was ist das denn? New Amsterdam 6. So, baue eine Wasserpumpe und eine Hydrokultur. So, die Hydrokultur ist bereits im Bau. Dann fehlt nur noch eine weitere Wasserpumpe. Ein guter Start für unser Projekt. Zuverlässige Wasser- und Baumaterialien. Hier draußen können wir noch uns selbst verlassen.
Ein neuer Tag bricht an. Deine Schulden haben für 3%. Hallo Nachbar, ich bin so aufgeregt, dass unser Unternehmen so nah bei jedem Tag geschieht etwas Neues. Der Wettbewerb bringt unsere besten Zeiten vor. Ich warte eine Lieferung. Bitte lass mich wissen, falls du sie versehentlich bekommen hast. Mach ich. Sieht so aus, als wäre der Wettbewerb um New Amsterdam etwas stärker geworden. Fusch von Yoshimi, dem Lostschrei der Menschenersetzungstechnologie. Treuer Helfer ohne Pause bis ans Ende. Wohl eher treuer Helfer der Reichen, verdammte Roboter. Das hätten wir uns holen sollen. Nun hat unser Konkurrent die leuchtende Energieressource und wir stehen mit leeren Händen da. Was? Und das ist erst der Anfang. Diese ganze Sache ist ein einziger großer Kampf. Wir kämpfen um das Land, um Ressourcen und am wichtigsten um die Aufregung von der Kolonie. Um diesen Wettbewerb zu müssen wir schlauer sein, mehr produzieren und mehr verkaufen. Ein guter Indikator für unseren Wert ist unser Aktienpreis. Wo steht der? Ah, da oben. Kann ich jetzt erstmal noch die Wasserpumpe bitte bauen? Nee, darf ich nicht. Okay. Na, dann nicht. Er steht immer neben deinem Namen. So, AAA 2469. Fangen wir an, indem wir ein paar Windturbinen produzieren, damit unsere Energiekosten nicht zum Profit der Konkurrenz werden. Alles klar. Trotzdem möchte ich ganz gerne den da noch hinstellen. Und Bau von Windturbinen. 1,3 ist auch das höchste. Mangel. Das ist eine gute Gelegenheit für zusätzliche Einnahmen mit unserer überschüssigen Energieproduktion. Wir können in mehr Energieproduzenten investieren, aber dann stehen wir hinterher mit nutzlosen Landclaims da. Wenn diese Bots uns nicht unsere geothermale Quelle weggeschnappt hätten, wären wir jetzt die einzigen Energielieferanten. In dieser Zeit sind unerwünschte Personen ab und zu erwünscht. Unser Unternehmen ist auf dem Pfad der Tugend, aber es gibt auch viele Leute, die in weniger legale Aktivitäten involviert sind. Viele unserer Arbeiter haben unter den großen Konzernen gelitten, darum arbeiten diese selbstständigen Unternehmer lieber mit uns. Ihr seid eine Bande von Kriminellen. Darf ich mich vorstellen? Nenn mich einfach Rassikolnikov. Ich vertrete eine Gruppe unabhängiger Bauunternehmer, die überall einspringen, wo es in diesem gefrorenen Ödland nötig ist. Könntet ihr bitte ein bisschen Schulden zurückzahlen? Deswegen könnt ihr einfach mal Pause machen. Also, die Ansässigen nennen uns die üblichen vom Schwarzmarkt. Wenn du hier draußen wirklich überleben willst, solltest du mit uns befreundet sein. Wir bieten außergewöhnlichen Service zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wenn du Mühe hast, im Technikkampf zu bestehen, geben wir dir interessante Auswege. Selbstständige. Schwarzmarkt. Meuterei kaufen. Eine Meuterei kaufen erlaubt dir, die Arbeiter im Gebäude eines Gegners zu bestechen, damit es für dich statt für ihn arbeitet. Irgendwann geben die Arbeiter das Gebäude zwar in den ursprünglichen Besitz zurück, doch bis dahin streichst du alle Profite ein. Löst Schlägertrupps aus. Okay. Wir lehnen organisierte Kriminalität jeder Art ab, weshalb wir auch proaktiv die Interessen derer schädigen, die sogenannte ehrliche Unternehmungen betreiben. Was? Achso, organisierte Kriminalität. Sie sind ja dann die unorganisierte Kriminalität. Das einzige wirklich organisierte und kriminelle ist das, was im Allgemeinen als Unternehmen bezeichnet wird. Genau. Wir werden dir die Services und Werkzeuge verkaufen, mit denen du der selbstzufriedenen Elite ihre schurkischen Skrimpnissen austreiben wirst. Schön, dich kennenzulernen. Mit Raskolnikow solltest du befreundet sein. Wir werden einige seiner Kumpane anheuern, um die Meuterei zu verüben. Im Geothermalkraftwerk, damit die Roboter etwas Demut lernen. Es gibt keinen Grund, warum die Gewinne auf dem Energiemarkt teilen sollten. Also gut. Unser Leben und unsere Zukunft stehen hier auf dem Spiel. Ja, alles klar. Falls es das leichter macht, sieh es als Leihgabe deiner Nachbarn an. Sie kriegen es früh genug zurück. Also gut. Einmal Geothermalkraftwerk, Rebellion. Geothermalkraftwerk schickt uns nun für eine Weile Energie. Zeit zur Abwechslung mal die Früchte der Arbeit eines anderen. So erweitern wir das Plünderakku für ein neues Land Clans. Mit diesen Clans widmen wir uns dann der Glas- und Elektronikproduktion. Gut. Ja, ist doch klar. Wir bauen außerdem viel fortgeschrittene Gebäude. Ein bisschen davon wird deine Aufmerksamkeit bekommen. So, baue eine Windturbine, noch eine.
dann war ein Elementarabbruch auf Silizium. Ja, richtig, jetzt kann ich ja wieder Pause langsam laufen lassen. So, Silizium. Hier war Silizium. Das ist jetzt das einzige Silizium-Vorkommen. Hier sind noch zwei. Tja, lieber Effizienz steigern oder lieber kurze Transportwege. 0,42 ist ganz schön heftig. Dann machen wir lieber erstmal nur einfaches Silizium. Boah, ein Glasschmelzofen. Kriege ich wieder keine Boni dazu. Ist doch echt ein Scherz. Anscheinend funktioniert es nur mit Erzen. Oder nur mit den Bodengeschichten. Okay, dann bauen wir die da hinten hin. Elektronikfabrik. Ah ne, Glasschmelzofen, weil das ist jetzt die Elektronikfabrik. So, aber die braucht doch... Die braucht doch Silizium. Mann, oh. Okay, dann baue ich die dahin. Hast du noch eine Erinnerung an diese Geometall? Seine Geschichte birgt komplexe Verbindungen. Du verstehst unsere Verbindung zur Energie nicht. Was? Wir haben sorgfältig ein Beispiel konstruiert. Das hier nennt sich ein Segment für die Lehre. Tut mir leid, jemand hat gesagt, dass wir es tun sollen. Was haben sie jetzt gemacht? EMP, Gebäude ausgeschaltet. Menschlicher Verbrauch gleich Nahrung. Wir sehen, dass grüne Fabriken Wasser verbrauchen. Entladen von EMP wird sie inoperabel machen. Hunger und Leere. Lass Nachbar jetzt alleine. Bitte lernen. Na super. Die haben echt Nerven. Die wissen, dass unsere Leute diese Nahrung benötigen, um produktiv zu sein. Aber wenn sie es auf die harte Tour lernen wollen, kein Problem. Wir werden mittels unserer Elektronikproduktion einen Hacker-Raster bauen. Das wird die Bereicherung für unser Unternehmen. Ich dachte, halten sie illegal. Hacker-Raster fängt Weltraumkommunikation ab und bearbeitet sie ein wenig. Aus den Nachrichten, Nahrungslieferungen sind unterwegs, keine Verspätung zu haben, wird für die Kolonie keine Nahrungsvorräte, Verzögerung steht bevor. Der Effekt tritt sofort ein und ist ein großer Vorteil für uns. Okay, klingt total legal. Bau von Hacker-Raster. Du wolltest zum Ziel eines EMP, ja, das habe ich gemerkt. Was macht der Schlägertrupp? Schützt ein Feld vor gegnerischer Sabotage. Falls es zum Ziel wird, fängst du die Sabotage ab und kannst sie dann selbst einsetzen. Oh, cool. So, wie lange braucht es noch? Gebäude eingefroren, noch 23 Sekunden. So, bis dahin... Ah, ich bin zumindest fast schuldenfrei. Okay, was soll ich jetzt machen? Ausbau von Plünderakku, bau einen Hacker. Achso, ich soll nochmal ausbauen. Kein Problem. Nutze einen Schlägerdruck gegen Hacker-Raster. Okay, das heißt, damit schütze ich dann das Gebäude. Das ist der Glasschmelzofen. Und Gebäude schützen. Schutz ist immer eine gute Investition. Gut, dass die Meuterei zu deinem Vorteil verlief. Sam scheint dir guten Rat zu geben. Wenn du etwas brauchst, solltest du zugleich für Schutz sorgen. Mein Schlägertrupp wird sicherstellen, dass es überall für dich sicher ist. Sie sorgen aber nicht nur für Schutz. Wenn ein Rivale dumm genug ist, eine deiner Standorte anzugreifen, wird mein Team sich um eine passende Antwort kümmern. Also. Aber ich kann nur ein Feld schützen. Okay. Aber immerhin. Ein wichtiges Feld. Wahrscheinlich. Achso, das Ding wird noch gebaut. Oh je, sieht so aus, als versuchten sie aus dem Angriff auf unsere Hydrokultur einen Vorteil zu ziehen. Sie haben anscheinend noch nicht mit unserem Bau elektronischer Bauten begonnen. Zeit für uns. Wir sollten unsere Elektronikproduktion verdoppeln und Hacker-Raster einsetzen, um die Vorräte zu kürzen, wodurch die Preise in die Höhe schießen. Also ich soll jetzt noch mehr produzieren. Achso, vor allen Dingen... Hacker-Raster, Elektronik, Mangel, schickt viele Informationen an den Markt, um den Eindruck von Elektronikmangel zu erwecken. Dadurch steigt der Preis eine gewisse Zeit. 2000.
Modul zahlt sich aus. Gib deinem Hacker noch etwas Zeit für die Verarbeitung von Fehlinformationen. Bring noch mehr Elektronikfabriken zum Laufen. Ja, dann lass mich doch welche bauen. Elektronikfabrik. Habe ich nicht genug Ressourcen? Doch, habe ich. Die kosten alle nichts. Bring noch mehr Elektronik verbrauchen und stelle sicher, dass unsere Lebenszeit weiter funktionieren. Als wir unser Geothermal aufgebaut hatten, ging es uns prima. Nun hinken wir wieder hinterher. Okay. Wo ist das Elektronikteil? Hier. Ich bin immer noch verärgert wegen dieser heimtückischen Angriffe unserer Hydrokultur. Dynamit könnten wir nutzen, um diese seelenlose Maschine eine Lektion in Sachen Ursache und Wirkung zu lernen. Um das Geld macht ihr keine Sorgen, Auktionen werden über Kredite bezahlt, wodurch wir mehr Schulden aufnehmen. Klicke auf die Bieten-Schaltfläche, um den Einsatz zu erhöhen und den Robotern zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Okay. Ich glaube nicht, dass du vertrauenswürdig genug bist, um mit... Boah, das wird aber ganz schön teuer. Noch einen Moment. Das ist aber nicht so viel wert. Sie müssen ziemlich verzweifelt auf Rache aus sein, einen derart hohen Preis zu zahlen. Ich sage nicht, dass wir sie erledigt haben, aber wir haben sicher das bessere Geschäft gemacht. Unser kleiner Versicherungsvorteil in Form des Hackerrasters lässt mein Herz höher schlagen. Ich schätze mal, dass ich hier noch ein bisschen... Okay, das heißt, der Preis steigt jetzt noch. Das heißt, jetzt kann ich noch mal ein bisschen verkaufen. Und baue zwei Elektronikfabriken. Okay, dann baue ich die letzte jetzt auf das Feld, damit die noch mehr Boni machen. Und noch ein bisschen was verkaufen. Baue eine Hydrokultur und eine Windturbine. Oh, Hydrokultur habe ich ganz vergessen gehabt. Und die Windturbine. So, bevor das Ganze dann zu günstig wird. Hier kann ich noch keine Sachen kaufen. 640. So, 10.000 Schulden abbezahlt. Das Abbezahlen dann schön erhöht den Preis deiner Aktien. Bessere Anleihenbewertung bei 0 Dollar, schlechte Anleihenbewertung bei 26.000. Es sammeln sich Schulden an, wenn du ein Ressourcendefizit hast und sich daher am Markt kaufen musst. Schulden werden durch einen Energieüberschuss durch Disco-Kuppeln oder manuell zurückgezahlt. Drücke Umschalten, um alles zu bezahlen. Drücke Umschalten dringend zu Toggle Auto Pay. Was ist jetzt wieder passiert? Grüße erneut. Uns ist erneut ein Verhalten aufgefallen, das sich für einen Nachbarn nicht gehört. Du hast einen Raster der Lügen aufgebaut. Es wurde eine Maßnahme vorbereitet, um deinen Ruhestand zu beschleunigen. Anstelle von Täuschung werde ich dir mit der Demonstration der Zerstörung vorführen. Solltest du vielleicht besser nicht berühren. Unser Stichwort wird ein mit Dynamit von... Aha, sehr schön. Sollten sie es versuchen, mit uns können sie nicht mithalten. Fast habe ich ein schlechtes Gewissen wegen dem, was wir tun werden. Wir haben wohl etwas Kratzdynamit und ein nettes kleines Ziel. Zeit für etwas Spaß. Ich könnte noch ein bisschen Treibstoff gebrauchen. So ein bisschen Hydroselektor. So ein kleiner. Okay, ich habe nicht genug Zeug. Und ich darf jetzt nicht aufrüsten. Okay, also ich nutze jetzt mein Dynamit gegen meine Gegner. Kann ich den Thermalkraftwerk in die Luft jagen? Bumm! Es existiert ein Konzept, das lautet Güte. Ich wünschte, diese Güte wäre dir vertrauter, unserem Nachbarn. Der Verlust von Geothermalkraft bringt uns keine Zufriedenheit. Du bist nun endgültig als Rivale eingestuft. Wir sind lediglich im Verzug. Die Reparatur folgt bald, unsere Beziehung aber kann nie mehr repariert werden. Auf Wiedersehen. Du hast angefangen. Du bist du ja. Mächtiger Sprengstoff ist schon eine klare Ansage. Freundschaften zu schließen ist schön, aber in diesem Geschäft muss man sich auch ein paar Feinde machen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Na klar, immer. In dieser Rückgewinnung können wir alle einen Neuanfang wagen.
ich könnte auch einen Neuanfang gebrauchen. Umgang mit explosiven Sprengstoffen. Damit die erste Folge nicht zu lang wird, werde ich das jetzt an der Stelle dann doch schon mal beenden. Ja, bis zur nächsten Folge, wenn es dann darum geht, die anderen beiden oder vielmehr die anderen drei Dinger noch abzuschließen. Bis demnächst wieder. Tschüss!